Ja, halli, hallo Leute und herzlich willkommen. Ich bin der Steven von Deus Nummer 6 und heute starte ich mit einer kleinen Synchro für euch mit einem Infovideo. Und ja, da habe ich erstmal diesen kleinen Pedo gekillt, der mich gekillt hat, obwohl ich gespawnt bin. Ja, du Ratte. Ja, das Match ist leider so begonnen. Ich bin reingekommen so und das ist eigentlich okay. Ich finde, das Match war vollkommen okay. Ja. Auch wenn ich total mich schäbig angestellt am Anfang. Aber ja, Hardcore halt mit der MP7 auf Nuketown. Ich spiele alleine ohne Team, ohne alles. Also nicht, dass ihr denkt, irgendwie, ich habe jetzt was getan. Nein, das war so nicht. Ja, kommen wir mal zu der Info. In dem Video geht es darum, was mit mir bei Deus Nummer 6 passiert ist und wie es mit mir weitergehen wird. Ja, als erstes passiert ist, ich hatte ja kein Internet und hatte Probleme. Also dadurch konnte ich persönlich keine Videos hochladen. Hatte dadurch nicht den Elan, Sino die Videos zu geben andauernd, die ich rendern müsste. Habe auch wenig gemacht dadurch, weil ich dachte, ja gut, was bringt mir das? Ja, andauernd Videos machen und da mein PC kaum Speicher hat, muss ich mich zurückhalten. Bis Sino die oben hatte und ja. Dann kam das Problem, dass dazu, dass ich einfach nicht wusste, was ich aufnehmen sollte. Jetzt weiß ich es ungefähr. Ich und Sino haben uns ein kleines Zimmer mit quasi ins Klemmbad gesetzt und haben gedacht, gut, hör zu, wir machen das, machen dies und machen jenes. Und ja, ich sag mal ganz kurz was, tut mir leid. Wir wissen ungefähr, was ich aufnehmen kann mit meinem PC, weil ich kein Gamer-PC habe, sondern einen ganz normalen Standard-PC, der aber auch nutzbar ist. Und jetzt nehme ich mir die Scar auf. Und jetzt geht der Steam voll in Rage und verfickt die ganze Lobby. Ihr seht jetzt gleich ganz oben, für die Leute, die COD kennen, werden gleich sehen, was da oben stehen wird und warum ich dann so ausgerastet bin. Ich habe mir einfach eine fremde Scar geschnappt und ja, das war schon eine geile Szene. Erstmal ein Vierer und dazu kommt gleich noch ein Ultra-Abschuss, ein Achter in einem Newtown-Match. Ja, leider sterbe ich jetzt durch einen bekloppten Verficken. Yeah! Aber das war, da bin ich ausgerastet. Tino war dabei. Ich habe davor alles übrigens gefeiert, weil ich einen Achter gemacht habe. Ich war trotzdem außer mir. Und ja, egal. Kommen wir dazu, was mit mir passiert in Zukunft. Ich habe jetzt wieder Internet. Bedeutet schon mal, dass ich persönlich Content liefern kann. Da ich weiß, was ich aufnehme, kommt Content. Aber das wird eine Weile dauern. Zu Content wollte ich auch noch was sagen. Sino hat sich das Handgelenk gebrochen bei einem Sportfest. Und ja, da ist schon scheiße, würde ich sagen. Weil ich kam zu ihm, ich habe ihm die Tür aufgemacht und ich sehe seinen Arm bandagiert und dachte mir, what the fuck is going on? Ernsthaft? Really? Und er meinte, ja, ernsthaft, Lars. Ja, ihr kennt meinen Namen, ja. Dadurch. Ja, ernsthaft. Ich war total perplex und dachte, what the fuck? Ja, dann habe ich gesagt, okay, nur mal gucken, was wir machen. Er hat natürlich Content noch im Gepäck. Er spielt, das Einzige, was er spielen kann, ist Yu-Gi-Oh! Was aber viele wollen von euch. Und ja, das ist wichtig, dass er noch dabei hat. Damit wird immer neues Zeug kommen, natürlich noch. Wir haben noch ein paar Warlines-Videos und habt ihr nicht gesehen. Und guckt das an, habe ich euch gesagt. Und Zombies kommt gut an, haben wir gemerkt. Irgendwie. Das hat dann jetzt auch viel Aufruhr bekommen. Vielleicht kommt da irgendwas von uns mal. Mal gucken. Ja, dazu wie gesagt, was zu mir passieren wird, dass ich viel mehr machen werde, dass ich auch hoffe, dass der Content euch gefällt, dass Let's Plays von mir kommen, Infovideos und Gameplays und Scheiße, was habe ich jetzt getan? Ja, das habe ich gerade schon weggemacht von Sino und da war das Bild von dem Hintergrund-Gameplay jetzt gerade. Und ich gucken kann, wie lange es geht. Geht schon noch ein Stück. Und ja, ich will wirklich versuchen, dass ich euch Content liefern kann. Das bleibt mir, das kommt mal. Auch wenn es nicht das Schönste ist wie das Gameplay. Ich weiß, die Quali ist für den Arsch, aber der Achter, der war zu schön. Ich habe einfach eine fremde Scar aufgenommen. Die Scar war damals mein Lieblingsbar, bevor sie gepatcht wurde. Anscheinend war sie nicht so gepatcht. Egal. Ja, wenn Leute Xbox spielen, die können von mir aus, wenn sie mal mit mir spielen wollen oder irgendwas allgemein, ich werde mein Gamertag in die Beschreibung runterschreiben. Ich glaube, wir haben aber kaum Xbox-Spieler, sondern nur PS3 und PC-Spieler. Ich werde dich ja sonst sehen oder allgemein. Wer Lust hat, kann mich adden. Und kann mehr spielen, wenn ich denn nicht schon spiele und die anderen, aber dann werden wir das einregeln können. Allgemein, dass man Synchro oder sonst sowas, wenn sowas kommt, fragen einfach mal mich oder Sino wenden. Momentan habe ich noch kein Skype, das Skype wird gemacht, das heißt, ich bin auch erreichbar für irgendwelche Abonnenten oder etc. Wenn irgendwas ist, wie bei Wirken mal gefragt, wir müssen dann Synchros machen zusammen oder allgemein sowas. Das können wir jetzt natürlich alles machen, da ich auch Internet habe. Das heißt, ich persönlich bin viel für den Channel da jetzt, werde ihn supporten, werde versuchen, alles möglich dazu machen, dass wir mehr Content liefern, dass das schöner wird, unser Channel, dass alles allgemein sich verbessert. Ich laufe nur dumm herum, ich weiß nicht, was mit mir los ist, was da falsch ist. Ich glaube, ich irgendwo gelitten oder so.
Jetzt schaue ich da unter dem Bus, ob da jetzt eine kleine Fuß kommt. Ich bin mit MP-Granaten. Yay. Ich schock die sozusagen so in ihr Gesicht. Gib's ihm und gebt es den nächsten. Und dann, ja, meine Drohne rauscht raus. Ich glaube, ich habe mal einen Taser-Liegen geschafft. Ich glaube es zumindest. Warum haue ich die Drohne in sie raus? Ah, dummes Ding! Ja, so. Ja, auf jeden Fall sage ich dazu nur, dass es denn das Beste ist. Es ist Sino im Hintergrund, dieses Mistschwein in seiner Hand. Der kommt total protzig rein und versorgt mir die Synchro. Habe ich das erlaubt? Sag mal, du. Ja, ja, dein Riesengroßsong. Das ist ja so groß wie mein Kopf fast. Und ich habe Größe sogar und ich habe keinen kleinen Kopf. Das als Info. Und demnächst kommt ein kleines Projekt von mir und Sino. Facecam. Oh ja, ich und Sino zeigen uns da nur ich. Mal gucken, wie wir das machen. Und dann kommt da sowas wie Slender aus Spaß mal. Dass wir uns am Abend schön im dunklen Zimmer hocken und Sino hinter mir setzt und mich wahrscheinlich so erschrecken wird oder wir machen eine Session. Und ja, als kleines Special für euch vorab sage ich das jetzt schon mal. Ihr habt eine Vorfreude. Ihr spielt Slender. Mit Facecam. Ihr wollt unbedingt Facecam. Hier kommt sie. Und das Facecam ist jetzt nicht von dem Clan Face abgeleitet, sondern wirklich, also Gesichtskamera. Die Facecam. So. Ja, das war's fast eigentlich schon, was ich sagen wollte. Das Match ist gleich vorbei. When good things, bad ending, sag ich dazu nur. Wie der Titel es sagt. Ihr werdet es sehen, warum der Titel so ist, wie er ist. Ja. Jetzt reise ich noch ein paar kleine Spawn-Kills, wie immer, Hardcore halt. Was soll man da anderes reißen als Spawn-Kills? Kennt man nicht anders. Ja, ich glaube, ich werde es genutzt. Ich denke es zumindest. Und ja, und falls ihr Wünsche für Let's Plays habt, nehmt sie mir. Nehmt mir bitte eure Wünsche für die Let's Plays. Falls, also natürlich sowas wie Retro-Games, das spiele ich viel. Ich kann jetzt ihr könnt jetzt nicht sagen, spiel mal das neueste Spiel der Spiele. Ich kann mein PC kann. Ich glaube gerade so noch einem anderen Spiel der Spiele. Ja, jetzt habe ich schon total selten vergessen. Immer am Ende des Matches, kurz vorm Ende des Matches reiße ich es. Ja. Spiele trotzdem grottig. Durch EMP, auf Punkte, auf Scores. Und ja, dann sage ich mal, zugeschaut und reingehauen. Ja, der Spruch bleibt kopiert und ich hoffe, wir kriegen damit irgendwie Schwierigkeiten und mal. Aber das könnte ich mir denken, jetzt bin ich down durch einen dummen, ziemlichen Zufall. Scheiß random Hüftschüsse. Ja, die werden random gespawnt, geschossen, gedrückt, geknattert, rausgeschossen, bis es Holz splittert. Hello Drake Style. Ja, hab schon einen Kill geholt. Und, ja, sag ich mal, Tudelu. Ich hoffe, das sagt euch etwas, das Video, das im nächsten Set von mir kommen wird. Ich glaube, es ist ein bisschen unübersichtlich. Und ich habe etwas hektisch und schnell geredet. Am Ende dazu aber nicht. Das Match ist gleich vorbei. Und damit sage ich, wie gesagt, Tulu. So, Kill für Kill gebe ich ihn jetzt noch. Und ja. Es war lustig mit euch. Tulu, meine Freunde. When good things, bad ending. Verbündete Drohne nähert sich.